Mahlzeit, mein Name ist Balfmon und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Reaction. Wir schauen uns heute Sabaton an, eine Band, die ich schon sehr, sehr lange kenne, aber mir ist aufgefallen, ich habe, glaube ich, bisher erst ein anderes Lied von ihnen reacted. Das werde ich euch mal hier oben verlinken. Vielleicht auch zwei, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall haben sie jetzt einen neuen Song rausgebracht, den werden wir uns jetzt gemeinsam anschauen. Wie immer ist das Originalvideo für euch unten verlinkt. Und wenn ihr Bock habt, noch andere Musik kennenzulernen, ich reacte hier immer große Künstler, kleine Künstler und auch Newcomer, die teilweise erst 50 Abonnenten haben. Gerade in dieser schweren Zeit versuche ich da auch ein bisschen den Nachwuchs zu fördern mit meinen kleinen, bescheidenen Mitteln. Das heißt, schaut auch gerne mal da rein. Ich habe da ja so ein paar wirklich tolle Künstler kennengelernt mittlerweile. Und so möchte ich euch einfach einen tollen Mix bieten aus großen Bands, die man kennt und eben auch neue Musik zu entdecken. Jetzt würde ich sagen, schauen wir uns Sabaton an. Ich wünsche euch und mir wie immer viel Spaß und wenn ihr mögt, sehen wir uns nach dem Video. Was für eine geile Szenerie. Mega. Ich stehe ja auf tolle Landschaftsbilder und tolle Inszenierungen. Das war auch schon in dem Rhapsody-Video so, wo sie oben auf diesem Bergkuppel standen und gesungen haben. Auch hier all, über die Videos, die ich rede, verlinke ich euch alle oben. Aber das ist doch mal wirklich richtig geile Inszenierung. Das ist Sabaton-Style. Also, wir hören uns das Ganze nochmal von vorne an und dann versuche ich weniger zu unterbrechen. Versprochen. I'll take the stairway to heaven. I'm sky high.
Ja, so, ich guck noch mal, ob ich hier vorne die epische Szene hier live kriege. Ja, nehmen wir. Cooler Song, eindeutig Sabaton, durch und durch Sabaton. Man merkt, finde ich, aber auch so ein bisschen die grundschwedische Prägung, die so ein bisschen dahinter steht. Das heißt, dieser, und seid mir jetzt nicht böse, wenn ich das sage, dieser Pop-Metal-Producement, der dahinter steht, das ist genauso wie Battle Beast. Das ist dieser, ja, ich finde, man merkt teilweise nicht nur schwedischer Musik an, sondern auch diese, ja, gewisse Songwriting-Linien, die da drin sind. Das sind gewisse Elemente, tauchen dann auch in anderen schwedischen Bands auf. Jetzt nur als Beispiel, ich nehme jetzt einfach mal als einzelnes Beispiel Battle Beast. Auch da, wenn man das genau anhört, das unterscheidet sich gar nicht so sehr. Klar, Joakim singt anders, und die haben eine andere Grundthematik. Aber so im Großen und Ganzen, wenn man mal ganz ehrlich zu sich ist, ist das so ein bisschen Songwriting auf einer einfachen Schiene. Und das meine ich jetzt wirklich nicht böse. Das sind Songs, die funktionieren gut, die sind alle relativ ähnlich im Stil. Und die letzten Songs fand ich von Sabaton tatsächlich jetzt nicht so stark. Die früheren fand ich ein bisschen unterschiedlicher, kreativer. Aber das ist auch nur meine persönliche Meinung, ne? Also ich möchte da keinen mit angreifen oder sowas. Ich finde, Sabaton ist immer noch eine große Band, aber so dieser, der gewisse Kick, das gewisse Etwas bei den Liedern fehlt mir jetzt. Auch hier, der Song ist absolut gut geschrieben, etc. Aber wenn ich irgendwie mich da hinsetze vor den Rechner und müsste mir einen Sabaton, Song aussuchen, wäre es nicht dieser. Ne? Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. So in den letzten Songs hat mir so das gewisse Extra gefehlt. Sie sind grundsolide geschrieben, etc. Aber so dieser, ja, ne, genau dieses eine fehlt mir so ein bisschen bei den neueren Songs. Und das finde ich auch bei ein paar anderen Bands. Wenn die so ihren ersten Erfolg haben, wo noch richtig die Ideen sprudeln und fließen und sowas, danach geht das, gerade wenn sie größer geworden sind, finde ich, so ein bisschen in die, wir bleiben auf den Stil, wir bringen richtig solide Musik raus, aber dieses gewisse Etwas fehlt manchmal. Nicht immer, aber das ist mir jetzt aufgefallen bei einigen Bands, die ich jetzt gehört habe, wo ich auch wirklich über lange Jahre die Bands als Fan begleitet habe. Und Sabaton, ich weiß nicht, ob ich es schon erzählt habe in dem anderen Video, ich kenne sie seit 20 Jahren. Sie waren dort als Liveband in einem, ja, in meiner Heimatstadt in Plettenberg in Deutschland. Die Stadt hat 30.000 Einwohner und wir waren da noch nicht mal auf dem Konzert in dieser großen Stadthalle, sondern wirklich in so einer kleinen Halle im Vorort. Ne? Also da waren Sabaton wirklich noch sehr, sehr klein und haben wirklich noch so, ich sag mal, fast kleine Club-Gigs gemacht und in Vordörfern und Dörfern sind sie getourt sozusagen. Und klar, eine Band muss ich immer fahren. Ändern und weiterentwickeln. Aber wie gesagt, so ein bisschen, das haben sie auch viele Jahre lang geschafft, aber so ein bisschen, ich möchte nicht sagen, dass sie schwächeln, aber ich denke mal, ihr kennt das Gefühl ähnlich, wenn ihr eine gewisse Zeit eine Band verfolgt, etc. Ich möchte jetzt nicht verteufeln, oh nein, sie sind kommerziell geworden, das finde ich gar nicht schlimm, etc. Aber so ein bisschen das gewisse Etwas fehlt mir. Vielleicht liegt es auch einfach daran, dass sie jetzt lange Zeit nicht vernünftig touren konnten und diese ein Input der Fans und sowas alles, dass dieses Für und Wider einfach so ein bisschen raus ist. Aber jetzt schweife ich doch gerade ganz schön ab, ist mir aufgefallen. Eigentlich ging es doch jetzt um das Video und den Song. Deswegen breche ich das Ganze mal ab. Video finde ich super cool inszeniert. Natürlich am Ende ein bisschen theatralisch mit dieser weißen Taube, die auf diesem Grabstein landet. Ja, ist für mich, finde ich, fast schon ein bisschen too much. Im Hintergrund der Rote Baron, der da drum fliegt, natürlich auch wieder Sachen um Krieg und Kriegsgeschichten. Dafür ist Sabaton eigentlich bekannt. Und das finde ich eigentlich auch okay. Ne? Da kann man auch zustehen, wie man möchte. Aber diese weiße Friedenstaube, die dann hinter auf dem Grabstein liegt, war dann doch ein bisschen für mich zu theatralisch. Aber ansonsten grundsolider Song und gerade, wie gesagt, die Szenerie jetzt gerade im Hintergrund finde ich mega, mega gut. Und bevor ich jetzt mich noch hier um Kopf und Kragen rede,
sage ich einfach, das war's jetzt für heute. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr später oder früher mal wieder zu meinem Kanal zurückkommt und das ein oder andere Video gucken mögt, den Newcomer entdecken, wie auch immer. Ich bin auf jeden Fall jetzt raus. Ich wünsche euch viel Spaß, wenn ihr entweder das Originalvideo guckt, ne, oder vielleicht ein Video von meinem Kanal. Bis dahin, alles Gute. Ich bin raus, euer Balfemor. Ciao.